Hallo, Heidi hier und willkommen zurück zu Terran Conflict. Wir sind schon wieder auf dem Weg und zwar jetzt zu dieser orbitalen Verteidigungsstation, um die Mission fortzusetzen bzw. überhaupt erst anzufangen. So, Moment, da geht's hin. Das sind immer diese Terra-Stationen, also Terraner-Stationen, die so unglaublich riesig sind, dass man da wirklich immer ewig braucht. Ich habe mir mal die Sektoren der Terraner, war ich auch mal drin, bin ich auch falsch abgebogen, deswegen haben wir da, glaube ich, auch kurz einen Sektor mehr erforscht als vorher, aber ich bin da mal zum Handeln und zum Gucken mal durchgeflogen durch die Sektoren, die wir auch schon kannten. Die Sektoren sind ja riesig und da immer nur ein, zwei Stationen drin, weil die Stationen so gigantisch sind und ich mache mir da ehrlich gesagt immer Sorgen, so von wegen, dass... Na, wie sage ich das? Aufgrund dieses Gott-Moduls, das ja Stationen auf- und abbaut, wie es gerade so passt für die Wirtschaft, dass irgendwann die Terraner-Stationen einfach irgendwann komplett weg sind, weil die fliegt ja keiner an. Da ist ja der Weg von einem Tor zur ersten Station fast schon weiter als in anderen Sektoren der Weg von Tor zu Tor. Das ist, naja. So, warte mal, da ist Jackson. Wie kann ich Ihnen helfen? Also, okay, wir fangen einfach mit einem Hallo an. Pilot, hier ist Kommandant Jackson. Laut ersten Analysen werden diese unbekannten AGI-Schiffe aus Materialien gebaut, die in der Gemeinschaft hergestellt werden. Sie könnten eher eine Neuentwicklung als das Ergebnis einer Weiterentwicklung der Xenon sein. Neben anderen Dingen wurden auch eine Vielzahl an Informationen während der Störfälle im Sonnensystem heruntergeladen. Jeder, der diese Informationen entschlüsseln kann, sollte auch in der Lage sein, die Technologie zu reproduzieren. Sie werden sich daher mit einem verdeckten Ermittler der USC, Captain Pearl, treffen. Er beobachtet schon seit längerem die fünf Völker und versucht abzuschätzen, wie diese zu der AGI-Technologie stehen und was ihre momentanen Möglichkeiten in diesem Bereich sind. Wenn jemand weiß, wer hinter dieser Entwicklung steckt, dann er. Jackson, Ende. Boah, ich hoffe, ich denke nachher daran, das so weit laut zu stellen, dass ihr es auch mitversteht, sonst seht ihr mich gleich einfach nur, könnt ihr mir einfach nur schweigend zugucken. Auch ein bisschen langweilig. So. Dann suchen wir mal den Kollegen. In welchem Sektor ist denn der? Da. Okay, das schaffen wir. Shift J. Ach, wir haben keine Energiezellen. Gibt es hier ein Kraftwerk? Nein. Gab es hier nicht mal ein Kraftwerk? Im Zentrum der Arbeit gibt es Kraftwerke und Elite-Piraten. Na okay. Dann kümmern wir uns um die Elite-Piraten? Ich bin immer so unschlüssig. Zielhilfe haben wir jetzt ja besser. Können wir auch mal gleich gucken. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass man ab dieser MK3 oder ist das 2? Ich weiß es jetzt gerade nicht. Eine gewisse Zielverfolgung beim Schießen hat, das könnte mir unglaublich viel weiterhelfen. Könnte man ja mal ausprobieren, wenn man die Piraten findet. Die aber anscheinend gerade alle abhauen, das heißt, entweder kommen die gleich zu mir oder fliegen alle durch das Tor, das sehe ich ja gleich. Die scheinen aber eindeutig aufs Tor zuzufliegen und nicht zu mir zu wollen. Die sind unglaublich langsam. Die kann ich dann theoretisch da auch einfangen im nächsten Sektor. Trotz Undock-Manöver und so weiter. Bei deren Tempo brauchte ich mir da, glaube ich, keine Sorgen machen. Dann können wir nebenbei... dann durchfliegen wir die Sektoren, haben zwar Energiezellen zwar auf Lager... Ne, falls wir nachher mal schneller irgendwo hinspringen müssen oder größere Strecken überwinden wollen, aber wir können ja auch nebenbei ein paar Piraten jagen. Ne, den Kampfrang ein bisschen erhöhen. So, Energiezellen für 12 kaufen, ne, ist günstig. Und bei Energiezellen nachher, die sind eigentlich generell eigentlich günstig, dass man sich denkt, ach Gott, pfeift drauf, egal. Und ich würde es auch für 23 kaufen. Ne, so weit ist es bei mir schon. Oh, die Piraten sind noch da. Jetzt sind sie erst weg. Na, guck mal, dann kriegen wir sie doch gleich auf der anderen Seite des Tores. Können wir gleich in die Schlacht starten. Ich wünsche mir manchmal so eine Autospeicherfunktion bei Torreisen statt bei Station-Dockung. Autopilot deaktiviert. Pirat Kea. Pirat, Elite Pirat.
Oh Gott, ich weiß nicht, wo man anfangen sollte. Ich glaube, die kleinen eher, ne? Und dann vor dem großen schnell wegfliegen oder sowas. Na komm, 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 komm. Na, mache ich wenigstens Schaden? Es könnte mehr sein, ne? Raketen im Anflug. Ich habe keine Raketenabwehr. Glaube ich zumindest nicht. So. Eins. Okay, das ist jetzt der große. Wir haben die Polizeiversicherung. Wir verdienen Geld durch das Zerstören von Piraten. Ein bisschen drehen, ein bisschen so tun, als wüsste ich, was ich mache. Na, nicht auf mich schießen. Ausweichen. Schieß nicht auf mich. Meine Schilde. Immer in Bewegung bleiben. Und halbwegs Blick auf den Gegner verlassen. Dass der mit möglicherweise Vorhalten keine Chance hat. Nicht auf mich schießen. Meine armen Schilde. Ich fände es ja viel cooler, wenn der sein Schiff verlässt. Ey, nicht immer auf mich ballern, das tut ja weh. Au, 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 au. Meine Schilde sind schon weg. Beim Kea noch nicht. Das gefällt mir nicht so. Das alte Schilde scheint sich auch schneller wieder aufzubauen, wie meine. Könnte auch daran liegen, dass ich gegen zwei Gegner kämpfe. Erkundung Software zerstört stand da, glaube ich, gerade. Ach, du bist der andere. Verdammt, das war's für mich. Booster weiter ruhig zerstört. Ach, schade. Ja. Es hätte klappen können. Dann, gut, das Laden jetzt wieder ein bisschen länger dauert, werde ich hier gleich einen Schnitt setzen. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Und zwar handeln wir uns jetzt wieder Energiezellen. So, okay. Abdocken. Oh, nein! Was ist mit dieser... gut. Muss so. Da wir ja wissen, dass wir keine Chance gegen den Kea haben. Okay, wahrscheinlich hätten wir doch alle, wenn wir uns ein bisschen anstrengen. Also, wenn ich mich ein bisschen anstrenge. Aber, vielleicht doch erst den ausschalten und erst danach die Kleinen. Oder ich hätte erst beide Kleinen ausschalten sollen und erst dann den Großen. Es wäre, glaube ich, die intelligenteste Lösung gewesen. So, dann docken wir mal an der Handelsstation an. Damit wir in der Mission jetzt vorankommen, ne? Dann kann man wenigstens... Eingehende Nachricht. Wer hat mich denn jetzt... wo sind denn hier? Mein Nachrichtenlog. Letzter Eintrag vor ein paar Sekunden. Einsehen. Na, Ringo Mond, Daniel braucht ihre Hilfe. Ich konnte meine Ware nicht komplett verkaufen, brauche Anweisungen. Bisher verdient nichts. So, konnte auch nichts verkaufen. Nichts. Persönlicher Logbucheintrag, bla bla. Also die Logbucheinträge sind viel und lang. Irgendwo steht ja auch immer drin, der und der wurde zerstört, aber... Wer braucht das schon, ne? Das muss ja keiner wissen. Wir gucken einfach zu, wie unser Vermögen weiter wächst. 41.828 und wenn wir nachher mal gucken, ist es noch mehr. Achso, okay, Schiff folgen. Kriegen wir hin. Jetzt bin ich bestimmt schon... Also nicht andocken, sondern hier Autopilot folge. Kriegen wir auch hin. Machen wir. Achso, jetzt damit reden. Kommunikation. Funkkanal offen. Gut, dass wir unsere Kommunikation vereinfachen. Die Argonen werden uns wahrscheinlich überwachen. Entschuldigung, dass ich Sie vorhin einen Bastu geschimpft habe. Ich bin Patricia Haywood von der ATF.
Pearl und ich wurden diesen Argonensektoren zugewiesen. Offenbar sind wir schon zu lange hier. Nach meinen letzten Informationen ist es Pearl gelungen, sich in einen Datenknoten einer argonischen Handelsstation zu hacken. Kurz darauf war er von Sicherheitskräften umstellt und wurde in Untersuchungshaft gebracht. Anschließend wurde er in einen vom argonischen Militär kontrollierten Sektor überführt. Das ist natürlich schlecht, wenn wir uns jetzt mit den Argonen anlegen, weil wir in Argonensektoren unseren Komplex haben. Ich habe schon eine Nachricht an die USC gesandt. Aber anscheinend gibt es nichts, was sie tun können. Pearl und ich arbeiten verdeckt, getarnt als Argonen. Sollte einer von uns festgenommen werden, kann die USC nichts unternehmen, ohne eine offene Auseinandersetzung mit den Argonen zu riskieren. Und ich glaube nicht, dass wir diesen Weg beschreiten wollen. Von daher werden wir das auf eigene Faust erledigen müssen. Ich bin mit der Situation vertraut. Irgendwer baut AGI-Schiffe und wir müssen denjenigen aufhalten. Ich denke, du weißt, was die AGI anrichten kann. Sie könnten die Erde und alles, was uns lieb und teuer ist, zerstören. Wir haben deshalb allen Grund zu der Annahme, dass Pearl kurz davor stand, aufzuklären, was hinter diesen Vorkommnissen steckt. Ich habe mir schon einen Plan ausgedacht, wie wir in diesen Militärsektor gelangen können. Es wird sicher einige Zeit dauern, aber ich bin sicher, dass wir das schaffen können, ohne auch nur einen einzigen Schuss abzufeuern. Wir müssen uns erst einmal mit einem Teladi in einem nahen Sektor treffen. Also, los geht es. Na dann, soll ich dir folgen oder gibst du mir die Koordinaten? Ich soll dir anscheinend folgen. Und ich muss schon wieder husten. Ich werde den Husten einfach nicht los. Deprimierend. Okay. Die Terraner vermuten, dass die Argonen AGI-Schiffe bauen und wir versuchen es rauszufinden und einen zu retten, der gefangen genommen wurde, weil, warum auch nicht, ne? Was auch immer das dann mit den Teladi zu tun hat. Habe ich bei den Teladi habe ich guten Ruf, die helfen uns gerne. Die Argonen haben auch guten Ruf, habe ich auch guten Ruf. Da kann ich einfach mal nachfragen, ob wir nicht vielleicht unseren Gefangenen wiederhaben könnten. Ne? Ich bin einer der größten Arbeitgeber im Argonenbereich mit meinem Riesenkomplex. Was wollen wir mehr? Und warum... Nein! Autopilot, mach mich nicht schwach. Ich flieg da mal so rum. Ja, ne? Lieber rum, nicht durch. Oder rein eher. So. Ja, also Schiffen folgen, schön und gut, durch Sprungtore lieber nicht, ne? Ach, bekomme ich jetzt komplett Informationen, wo ich hin muss? Ist das Schiff einfach verschwunden? Triff die in einem nahen Sektor. Also naher Sektor sieht für mich dann erstmal anders aus. Sagt die Mission nicht vielleicht genau, welchen Sektor? Fliege zu Raumfahrtrig M Alpha. Ja, zu welcher Raumfabrik M-Alpha denn? Ach, ihr macht mich alle so. Na. Wahrscheinlich kennen wir den Sektor noch nicht mal oder sowas. Weil der 5 Meilen weit weg ist. Ah, gut. Fliegen wir nochmal durch die Sektoren durch. Guck mal, hier hinten, da handeln wir auch nicht. Da ist keiner von unseren Händlern, weil wir hier auch keinen Satelliten haben. Hab ich zufällig einen an Bord? Nee, ne? Schiff, Fracht, nö. Schade, schön wäre es gewesen. Hätte man mal wieder ein paar Sektoren für sich entdecken können. Aber wir können ja auch ein paar Sektoren so lassen, damit die KI auch was zum Handeln hat. Weil ich glaube, auch zu viele Universumshändler könnten nachher die gesamte Wirtschaft in gewisser Art und Weise lahmlegen. Weil... Ne, warum auch nicht, ne? Wenn zu viel dann gehandelt wird. Ja. Ich dachte, ich sollte der folgen. Trotzdem markiert er mir jetzt hier die ganzen Tore nach und nach. Aha. Wir fliegen in eine vollkommen andere Richtung. Hier waren wir noch gar nicht. Ja, gut, sehen wir das als Erkundungsflüge an. Hoffen vielleicht doch auf irgendwas relativ Spannendes auf dem Weg. Ich mag das immer so nicht, wenn ich jetzt durch Missionen durch neue Sektoren geschickt werde. Man kann sich ja kaum angucken oder bestimmen, wo man hin. Und ich will gar nicht wissen, an wie vielen anderen Toren ich beispielsweise jetzt vorbeifliege, wo es vielleicht noch Abzweigungen gibt.
Da verpasst man doch wieder was. Aber man kann ja sagen, bestimmt gibt es nachher die Möglichkeit, Schiffen zu sagen, erkunde alles. Ne? Sowas muss es doch auch geben. Es wäre zumindest schön. Da gibt man nachher einfach einen Schiffenauftrag. Hier, fliege alles ab, erkunde mir alle Sektoren und wenn du da bist, platziere auch schon mal einen Satelliten. Dann braucht man sich selber nicht mit solchen Kleinigkeiten beschäftigen, wie eine Galaxie zu erforschen. Nein, das läuft dann automatisch. Der sah jetzt nicht so nett aus. Hier ist aber einiges los. Und was ist das? Ein Tor. Ein Tor wohin? Nicht mehr wissen, was das ist. Aber warum? Die haben auch so unglaublich viele Schiffe. Inferco Hauptquartier. Ach, das ist wieder so eine von diesen Firmen wie Terracorp wahrscheinlich. Das sieht. Also, es sieht erstmal aus wie ein kaputtes Tor. Ja, das ist eindeutig ein kaputtes Tor. Aber wovon? Warum? Bestimmt aus einem der vorherigen Teile. Irgendjemand postet mir hoffentlich in den Kommentaren, was das storymäßig denn so auf sich hat mit diesem komischen kaputten Tor da unten. Außer es hat mit der jetzigen Storyline zu tun, was mich verwirren würde. Aber möglich ist alles. Dann nicht spoilern. So. Gut. Dann docken wir dort mal an und gucken, was passiert. Aber das in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis denn. Tschüss.